So, hallo und herzlich willkommen im Wald bei alternativer Lichtstimmung. Ich hoffe, das reicht euch, was ihr da seht, weil mehr kriege ich gerade nicht hin. Da müsste ich die Taschenlampe rausholen und dann ist die Lichtstimmung im Eimer. Daher, ja, eben hat sich noch der Wolf, ne? Um den Wolf geht's jetzt. Ich wollte gerade sagen, eben hat sich noch der Waldkauz furchtbar aufgeregt. Vielleicht hören wir den nachher nochmal. Und ja, ansonsten müssen wir halt mit der musikalischen Untermalung leben, die es hier gibt. Und die dürfte dann eher etwas mau ausfallen. Ja, so, Moment. Tada! Ich glaube, das halte ich jetzt am besten mal so und dann muss das jetzt einfach reichen. Das ist immer blöde, wenn man wirklich im Wald hockt, hat man eine Hütte, dann ist das besser, weil dann kann man zum Beispiel hier so einen Stamm da hinten, ich weiß nicht, ob ihr den erkennen könnt, aber dadurch, dass das dann halt doch ein bisschen reflektiert, habe ich ihn dann insgesamt meistens in der Hütte besser zu sehen, trotz nur einer Flamme letztendlich als Lichtquelle. Aber ja, wie gesagt, ich hoffe, es geht auch mehr oder weniger nur um das Gesprochene, was ich hier zu erzählen habe. Und zwar ein Update zum Wolf. Die neuen Wolfszahlen sind da. Das kann ich schon mal vorwegnehmen, sozusagen als kleinen Spoiler. Wir haben einen deutlichen Rückgang des Populationswachstums. Es ist noch ein Populationswachstum da, das heißt, es sind mehr Wölfe da als vor einem Jahr, aber ja, die Zunahme ist eher gering. Ja, also sie vermehren sich langsamer. So, das heißt im konkreten Fall, wir haben jetzt 161 Wolfsrudel. Die Rudel werden bevorzugt beobachtet, weil die nämlich tatsächlich auch am wichtigsten sind für die Gesamtwolfspopulation, weil nur Rudel können sich reproduzieren. Hast du einen Haufen territoriale Einzelwölfe, das heißt ein einzelner meist männlicher Wolf, der schon beschlossen hat, da zu bleiben, wo er wohnt, aber der sich nur so lange nicht reproduzieren wird, wie da jemals ein Weibchen auftaucht, also oder jeweils nicht ein Weibchen auftaucht eher. Beispiel GW852M, unser Nordschwarzweitwolf, der hier irgendwo möglicherweise da hinten gerade hinterm Baum steht und mich beobachtet. Könnte sein, kann man nicht ausschließen. Der beispielsweise ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen, ist Zeit seines Lebens Junggeselle geblieben, weil hier wohnt er halt sesshaft. Der geht hier auch nicht mehr weg und hofft, dass sie halt noch eine Dame irgendwann aufkreuzt, um sich mit ihm anzufreunden. Wenn das nicht passiert, dann stirbt er irgendwann an Altersschwäche als Junggeselle. Ja, oder an einem Unfall oder weil ihn doch mal tatsächlich jemand erwischt. Mag sein, dass das den einen oder anderen Wilderer hier in der Region gibt, der es schon mal versucht hat. Das kann ich nicht wissen. Das weiß ich auch wirklich nicht. Aber es könnte theoretisch sein, aber bisher ist es offensichtlich noch niemandem gelungen, obwohl GW852M schon das eine oder andere, also viele hundert inzwischen sogar, Schafe auf dem Kerbholz hat. Ich weiß jetzt nicht, viele hundert, aber 200 bestimmt. Ja, irgendwie sowas. Gut, ja, also das zum aktuellen Vorwort sozusagen. Jetzt die aktuellen Wölfe, die wir gerade haben, verteilen sich im Folgenden auf die Bundesländer. Wir haben in Brandenburg 47 Rudel, das ist also Wolfsbundesland Nummer 1. Auf Platz 2 kommt Niedersachsen mit 34 Rudeln, direkt gefolgt von Sachsen mit 31 Rudeln und das sind dann so die Top 3. Meine Bayern hätte zum Beispiel auch noch ein Rudel im Bayerischen Wald oder irgendwie so mehr oder weniger. Neu ist, dass Hessen jetzt auch ein Wolfsrudel hat, also eine reproduzierende Produktion. Das hat es bisher noch nicht. Das ist also damit das erste Wolfsrudel in Hessen mit 3 Welpen, die nachgewiesen werden konnten. Das heißt, die sind auch tatsächlich da. Zur Übersicht hier mal die Karte sämtlicher Wolfsterritorien, die in Deutschland nachgewiesen sind. Das ist auch die ganz, ganz offizielle Karte. Und zwar ist die vom Dokumentation und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf, also wirklich die zentrale Stelle, die ist online einsehbar. Man kann da dann auch drin rumscrollen und so weiter und so fort. Das Ganze findet ihr unter www.dbb-wolf.de, also Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf und so weiter. Kann man natürlich auch ergoogeln und ich schreibe euch den Link hoffentlich auch in die Videobeschreibung, sollte ich das vergessen. Bitte erinnert mich nochmal dran. So, und ansonsten, was wir hier auf der Karte vor allen Dingen jetzt eben sehen können, ist die Zusammensetzung des Wolfsreviers Deutschland. Grenzüberschreitende Rudel sind die, die meistens in der Nähe der Grenze eingetragen sind. Und ihr seht da unten ja die kleine Legende: Blau ist Rudel, Rot ist Paar, Gelb ist Einzeltier. Und der, von dem ich gerade erzählt habe, GW852M, ist der nördliche gelbe Punkt im Schwarzwald.
Schwarzwald. Wir haben im Schwarzwald ja gerade drei Punkte, einmal den nördlichen und die beiden so rund um den Feldberg. Ja, und derjenige, bei dem dann auf der Karte Alpenpopulation steht, das ist wahrscheinlich unser Italiener. Inzwischen steht da nur noch Alpenpopulation. Ich hatte mal irgendwann die Info bekommen, dass das ein Italiener sein soll. Dazu später aber dann mehr. So, ansonsten, was wir hier sonst noch auf der Karte sehen können, ist eben, dass wir einen deutlichen Schwerpunkt der Wölfe in Nordostdeutschland haben. Nach Niedersachsen gehen einige rüber und wir haben gerade mal erst drei Rudel tatsächlich in Bayern. Ja, es ist also noch ziemlich viel Platz, um es mal deutlich zu machen, Richtung Südwesten. So, was das für eine Auswirkung haben könnte, dazu komme ich gleich. Ob da noch eine Dunkelziffer von weiteren Wölfen vorhanden ist, das kann ich gleich mal generell sagen. Gilt für die gesamte Statistik, wissen wir nicht. Es wäre also durchaus möglich, dass es noch zusätzliche Wölfe gibt, die einfach nicht erfasst worden sind von der Statistik. Wie hoch diese Dunkelziffer ist, kann man seriös, aber wirklich nicht vermuten. Einige gehen von ca. 200 Wölfen aus. Da habe ich auch schon mal gehört, 20-30%. Ich habe auch schon mal gehört, das soll mindestens das Doppelte. Letzteres kann ich mir nicht vorstellen. Ja, Wölfe sind aufgrund dessen, dass sie ja irgendwo mal ihr Häufchen fallen lassen und man dann die DNA vom Wolfscode nehmen kann, das ist unwahrscheinlich, dass es super viele sind, die nie entdeckt worden sind. Ja? Also vielleicht nochmal 200 Individuen, das könnte ich mir ganz gut vorstellen, aber viel mehr werden es dann sicherlich nicht mehr sein. Aber nochmal, eine wirklich seriöse Aussage kann man dazu eigentlich nicht machen. So, wir haben also 161 Rudel, habe ich schon gesagt. Außerdem haben wir 43 Wolfspaare. Das bedeutet, die haben schon zusammengefunden in der letzten Wolfsbeobachtungsperiode. Das heißt, die frischen Zahlen, die jetzt gerade da sind, die sind wirklich noch sehr frisch, was ich euch jetzt hier gerade erzähle. Das sind die Zahlen von 1. Mai 2021 bis 30.04.2022. Das heißt, das ganze Geschehen jetzt im Sommer plus jetzt den Winter, der jetzt begonnen hat, so langsam zumindest, aktuell, meine Hand wird jedenfalls kalt genug, um zu bestätigen, dass es Winter ist. die sind noch nicht drin. Da wissen wir also nicht, was da so passiert ist. Kann man auch nicht raten. Das wäre völlig unprofessionell. Das wissen wir einfach nicht. Jetzt gucken wir uns einfach mal die Zahlen, die wir tatsächlich haben, an. Jetzt sind es 161 Rudel, 43 Wolfspaare, 21 sesshafte Einzelwölfe. So. Im Vorjahr waren es, Achtung, aufpassen, 158 Rudel, das bedeutet plus 3, sind es jetzt dieses Jahr mehr, ja, mehr nicht, nur 3 Rudel zusätzlich, 35 Paare waren es im letzten Jahr, das heißt plus 8, jetzt sind es 43, plus 8 Paare sind dazu gekommen, 3 Rudel, 8 Paare und wir haben einen weiteren zusätzlichen territorialen Einzelwolf. So, und das war's. Damit ist das Wolfswachstum, also die Zunahme der Wolfspopulation, soweit ich weiß, nagelt mich nicht fest, aber auf jeden Fall so niedrig wie lange nicht mehr. Das bedeutet, die Zunahme der Wolfspopulation in Deutschland hat drastisch abgenommen. Sehr, 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 sehr drastisch. Jetzt muss man sich schon fragen, dass das ein so starker Rückgang der Zunahme ist. Das heißt ja nicht, dass jetzt weniger Wölfe da wären als letztes Jahr, aber halt eben nicht viel, viel mehr. Womit hat das was zu tun? Wo könnte das dran liegen? Und auch hier muss ich jetzt ein kleines bisschen rumspekulieren. Eine sehr einfache und logische Erklärung wäre zum Beispiel, dass die Wölfe ihre Reproduktionsrate reduzieren, das können sie, wenn das Futter nicht mehr ausreicht. Wenn ihnen also wirklich ein gewisser Nahrungsmangel ins Haus steht, dann wird die Fähe schlicht und ergreifend einfach nicht schwanger. Es kommt nicht zum Eisprung. Und, also die Fähe ist die Wölfin. Ne? Und damit gibt es dann logischerweise auch keinen Nachwuchs. Und das fehlende Nahrungsproblem ist zumindest insoweit gelöst, dass man dann nicht noch zusätzlich Jungwölfe großziehen muss, wenn man selber kaum was zu fressen hat. Das könnte also eine mögliche Erklärung sein, kommt im natürlichen Verbreitungsgebiet des Wolfs beim Wolf eben auch immer mal wieder vor. Das ist dann genau das der ausschlaggebende Grund ist, weshalb sich die Wolfspopulation nicht reproduziert. Die Daten, die wir zu unserem Wildbestand haben, das haben wir ja auch noch, ne? Also potenzielle Wolfsbeute, weisen aber in keinster Weise darauf hin, dass irgendwie die Population an zum Beispiel Rotwild so sehr zurückgegangen wäre, dass damit zu erklären wäre, dass der Wolf zu wenig zu fressen findet und deswegen das Populationswachstum nur noch geringer ist. Das passt überhaupt nicht. Also da gibt es überhaupt keine Korrelation. Halte ich für unwahrscheinlich.
So, zweite Möglichkeit, Lebensraummangel. Dass die Wölfe, die jungen Wölfe, nicht so wirklich gut effizient in der Lage gewesen sind, irgendwo anders hinzukommen, wo sie ein neues Rudel hätten aufmachen können, beziehungsweise sich Männlein und Weiblein in der Ferne getroffen hätten. Jetzt ist es grundsätzlich beim Migrationsverhalten von Wölfen so, wenn die aus dem Elternrudel abhauen, irgendwann, weil sie halt geschlechtsreif sind und ihr eigenes Rudel aufmachen wollen, dann wandern sie los. Es kommt vor, dass es zu Weitwandern den Tieren kommt, so wie unser im Schwarzwald verordneter GW852M, der hier eben aus Schneverdingen eingewandert ist, in der Lüneburger Heide. Das heißt, er hat ordentlich ein paar hundert Kilometer zurückgelegt, ein paar viele, 500, 600 müssen das ungefähr sein, und hat sich dann hier wohlgefühlt und ist hier geblieben in der Hoffnung, dass da noch ein Weibchen nachkommt, was ja bis heute nicht passiert ist. Das ist aber eher selten, dass die so weit wandern. Wir haben im Südschwarzwald auch einen Wolf, der ist Italiener, das heißt, der ist einmal über die Alpen marschiert. Er ist kein Wolf aus der Alpenpopulation, die gibt es nämlich ja auch, sondern er ist wirklich über die Alpen drüber marschiert, fand es in den Alpen blöd, ist in den Südschwarzwald und da hat es ihm dann gefallen und da ist er geblieben. Das Gute ist, dadurch, dass der Italiener ist, isst er nur Nudeln und ist daher nicht so dramatisch wie andere Wölfe. Nein. Aber den Witz bringe ich standardmäßig, ja, wenn ich von unserem italienischen Wolf erzähle. Gut, wie dem auch sei, das sind eben so Fälle für weitwandernde territoriale Einzeltiere, die dann aus Weiblein warten. Häufig kommt es nicht und sie sterben an Altersschwäche. Im Regelfall allerdings nehmen die Wölfe die nächste Location, die sich für Rudelbildung anbietet, von ihrem Zuhause aus gesehen. Das heißt, die laufen gar nicht so weit, die laufen vielleicht 30, 40 Kilometer. Dann sind sie schon aus dem Revier ihrer Eltern raus, sie sind aus dem Revier der Nachbarn möglicherweise bereits raus, je nachdem wie am Rande ihr Revier gewesen ist, das ihrer Eltern, und können dann eben ungestört in diesem neuen wolfsunbesiedelten Gebiet bleiben. Dann wird auch recht kurz darauf wahrscheinlich ein Weiblein auftauchen, weil sie ja eben nicht weit weg sind von der zentralen Kernwolfspopulation, zum Beispiel eben die von Brandenburg oder die um die Lüneburger Heide drumherum und drin. Und ja, so läuft es meistens ab. So, da das jetzt schon ein paar Jährchen so abläuft, könnte es sein, auch ein weiterer Erklärungsansatz, wie gesagt, keine Ahnung, ob das stimmt, aber wir wollen einfach mal ein bisschen drüber nachdenken, dass die Wölfe, die jetzt in den zentralen Populationen Niedersachsens oder Brandenburgs geboren werden und sich in der Mitte der Wolfsterritorien befinden, weil sie in einem mittleren Rudel, also geografisch in der Mitte liegenden Rudel, geboren werden, dann müssen die ja erst durch die Reviere ihrer Nachbarn durch, um überhaupt aus den besetzten Wolfsrevieren rauszukommen. So, und jetzt kann es sein, dass das einige Wölfe durch natürliche Ursachen sozusagen, also nicht überleben, diese Wanderung da raus aus den Revieren ihrer Nachbarn, weil Wölfe können, das wissen wir noch nicht so genau, inwiefern das in Deutschland so richtig, richtig regelmäßig zutrifft. Aber Wölfe können sehr wohl auch andere Wölfe, die in ihr Revier eindringen, töten oder zumindest mal angreifen. Und wenn man da zwei, dreimal gebissen wurde, selbst wenn man nicht getötet wurde, hat man hinterher kaum noch Überlebenschancen als Wolf, den ich mal eben so zum Tierarzt rennen kann. Ne? Das kann also auch ein möglicher Faktor sein, dass also wirklich die innerartige Konkurrenz um die besten Plätze für Rudelbildung zu innerartlichen Konflikten führt und damit die Wolfspopulation ein Stück weit zurückgeht. Das sollte nicht für allzu viel Rückgang verantwortlich sein, aber naja, wer weiß. So, und dann gäbe es natürlich noch die Möglichkeit, dass die zusätzlichen Jungwölfe, die geboren wurden, verhungert haben wir ja schon gesagt, die Nahrung reicht nicht aus, ja, das könnte theoretisch sein, aber da gibt es halt keinerlei Indizien für. Dann könnten sie beim Versuch, irgendwelche wehrhaften Tiere zu reißen, verstorben sein als Jungwolf. Zum Beispiel, die legen sich mit einem ausgewachsenen Keiler an. Die Chance, dass sie das nicht überleben, ist gar nicht mal so gering. Dass der Keiler hingegen überlebt, ist relativ hoch. Also im Großen und Ganzen kann ein Wolf einem ausgewachsenen Keiler nur schwer bis gar nicht gefährlich werden. Ja, oder das wären ja auch noch alles natürliche Todesursachen. Es könnte eine Krankheit aufgetreten sein, das könnten wir aber auch nachweisen, weil wir viele Todfunde hatten und dann wäre das recht einfach festzustellen, dass die an einer Krankheit gestorben sind. Oder eben letztendlich sind wir wieder schuld. Ne? Und dazu muss ich mal ein bisschen scrollen. Nämlich, wir haben die Anzahl aufgefundener toter Wölfe, sogenannte Todfunde, im Monitoringjahr. Die lag bei 148 Tieren. Davon sind 102 Verkehrsunfälle, das kann man relativ einfach nachweisen, weil der Kadaver, dann, also die Leiche, wie auch immer man das nennen möchte, entsprechend ausschaut, wenn die vom Auto getroffen worden sind. Ne?
18 Wölfe war die Todesursache natürlichen Ursprungs, dass man es auch nachweisen konnte. 13 Wölfe wurden illegal geschossen, das ist dann also Wilderei. 8 Wölfe war die Todesursache nicht zu ermitteln. Das kommt gar nicht so oft vor, wie man sieht. Meistens weiß man es dann doch irgendwie, woran er gestorben ist. Bei den nicht zu ermittelnden Todesfällen könnte es theoretisch Gift gewesen sein. Oder halt eben eine sehr komische natürliche Todesursache, die zu komisch ist, als dass man es einfach auf natürliche Todesursache schieben würde, auch wenn es vielleicht möglicherweise ist. Ja, aber Gift ist sicherlich ein Thema, was da eine gewisse Rolle spielt. Und 5 Wölfe werden noch auf die Todesursache hin untersucht, da ist die Untersuchung noch nicht fertig. Das heißt, wir haben 2 Wölfe regulär gejagt sozusagen, also eine Entnahme, weil sie auffällig geworden sind, verhaltensauffällig. Das sieht ja die momentane Gesetzgebung zu Wölfen vor, dass wenn der Wolf verhaltensauffällig wird und sich dem Menschen nähert, unprovoziert und möglicherweise eben den Menschen auch als nicht mehr als gefährlich wahrnimmt und daher ein auffälliges, potenziell gefährliches Verhalten zeigt, dann darf er entnommen werden. Das wird selten angefordert, dass das tatsächlich gemacht wird. Aber ja, hat offensichtlich jetzt 2-mal stattgefunden im vergangenen Wolfsmonitoring-Zeitraum. Ich weiß nicht, wie viele Wolfabschüsse angefordert wurden, weil nur, dass ein Abschuss angefordert wird, heißt noch lange nicht, dass der dann auch gelingt, weil der Wolf muss ja dann noch gefunden werden. Und streng genommen darf ja nur der eine verhaltensauffällige Wolf dann überhaupt geschossen werden. Das heißt, man muss auch gucken, dass man den richtigen Wolf erwischt als Jäger. Das macht das also relativ schwierig. Das ist vielleicht gut so, das ist vielleicht schlecht so, das will ich jetzt gar nicht groß bewerten. Das waren jetzt zunächst mal einfach nur mal die Zahlen. Dazu, zu den Todfunden, kommt aber, und da wissen wir, dass das eine relativ hohe Dunkelziffer sein könnte, noch die Wölfe, die durch das Prinzip Schießen, Schaufeln, Schweigen von uns gegangen sind. Das heißt, erschossene Wölfe, die man gefunden hat, da hat der Jäger schon was falsch gemacht, weil eigentlich hätte man, der Wilderer hat da was falsch gemacht, weil eigentlich hätte man den gar nicht finden sollen. Das Prinzip, wenn du schon wilderst, für erfolgreiches Wildern, das ist kein Geheimnis, deswegen kann ich das ruhig sagen, deswegen mache ich ja niemanden darauf aufmerksam, unbedingt wildern zu gehen, lautet Schießen, Schaufeln, Schweigen. Also ja, keine Leiche hinterlassen und dann bloß nicht drüber reden, dass man da überhaupt irgendwann jemals was geschossen hat. Der eine Fall, wo ein Wolfswilderer mal verurteilt wurde, lag daran, dass er eben geschossen hat und geschaufelt hat er auch. Aber geschwiegen hat er nicht. Ja, und war blöd genug, sich dann damit zu brüsten, einen Wolf gekillt zu haben. Und das haben die falschen Leute gehört. Und dann hatte er eine Anzeige und dann konnte man ihm das auch nachweisen. Wie das genau abgelaufen ist, weiß ich im Detail nicht. Aber dann hatte er ein Problem. So. Bevor ich jetzt wieder falsch verstanden werde, Wilderei ist selbstverständlich eine Straftat und auf keinen Fall eine gute Lösung für die Wolfsthematik. Ja, also egal, ob man jetzt für eine Reduktion des Wolfsbestandes ist oder streng dagegen, Wilderei wird das Problem mit Sicherheit nicht lösen. Und das wollte ich nur nochmal klar machen, dass das selbstverständlich etwas ist, wogegen ich entschieden bin. Ja, also das ist Schrott. Scheiße, wenn man so will. Ja, nur weil das nicht deutlich genug geworden ist und man mich diesbezüglich jetzt falsch verstanden hat. Fazit, beziehungsweise was ziehen wir jetzt aus der Information, dass der Zuwachs der Wölfe abgenommen hat? Erstens mal, wäre super interessant herauszufinden, woran das liegt. Ist es jetzt wirklich, weil die Territorien knapp werden, weil die Wölfe noch keinen weiteren Quantensprung in ihrer Ausbreitung gemacht haben, beziehungsweise der jetzt gerade insofern erfolgt ist, dass sie in Hessen angekommen sind. Allerdings in Hessen in keinem ausgesprochen riesigen Waldgebiet, wo jetzt plötzlich sofort jeder Jungwolf, den dieses Rudel hervorbringt, innerhalb der nächsten 3 Jahre mindestens nochmal ein eigenes Rudel gründet. Das kann passieren, das muss nicht zwingend passieren. Ein Quantensprung in der Wolfsausbreitung wäre zum Beispiel eine große Wolfspopulation, die in den Bayerischen Alpen Einzug hält und dann anfängt, sich da großflächig zu reproduzieren. Da sind die Bedingungen für Wölfe relativ gut. Natürlich sind auch die Bedingungen für Nutztierhalter relativ gut, weshalb das ein großes Konfliktpotenzial mit sich bringt. Aber die hätten da erstmal reichlich zu fressen und würden sich da wahrscheinlich sehr schnell ausbreiten, weshalb wir sobald eine großflächige Besiedlung des Voralpenraums und eben Bayerischen Alpenraums stattfindet,
wahrscheinlich die nächsten Jahre wieder ein gutes Wolfswachstum bzw. ein hohes Wolfswachstum hätten. Ähnliches gilt für den Schwarzwald. Der wird ja auch nur von 3 Wölfen bevölkert momentan. Da wäre noch Platz für viel, 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 viel mehr. Und sollten da die ersten Weibchen auftauchen, ist auch im Schwarzwald von einer raschen Ausbreitung der Wölfe, zumindest bei der aktuellen Wolfspolitik, auszugehen. So. Und wie gesagt, ob man das jetzt gut findet oder nicht, das muss jeder selber wissen. Nur ist es wirklich bezeichnend, wo bleibt, warum ist das Wachstum so stark zurückgegangen? Ja? Ist es die Dunkelziffer der illegalen Abschüsse? Sind es viel mehr Verkehrstote, die man nicht gefunden hat? Haben sie wirklich zu wenig zu fressen gehabt und daher keinen Bock mehr? Gingen die Wölfen die vielen Touristen im Jahre 2021 und 2020 so sehr auf den Keks? Also da ist ja jeder Dödel im Wald rumgerannt gefühlt. Ne? Jeder Dödel ist wie immer nicht abwertend gemeint für diejenigen, die das tatsächlich getan haben. Ich will damit nur zum Ausdruck bringen, muss man ja heutzutage immer dazu sagen, dass ich damit einfach meine, dass jeder Otto-Normalverbraucher und Leute, die auch sonst nicht im Wald rumrennen, dann halt doch im Wald rumgerannt sind, weil man Corona-bedingt nicht viel mehr anderes zu tun hatte. So. Und das könnte möglicherweise auch damit zusammenhängen, dass die Wölfe sich dann eben von den verschiedenen Besuchern sozusagen gestört gefühlt haben und darum weniger reproduziert hätten. Wäre aber sehr ungewöhnlich, kann ich mir jetzt auch nicht groß vorstellen. Ja. Und bevor ich jetzt weiter rumspekuliere, würde ich jetzt einfach vorschlagen, wenn ihr noch eine Idee habt, was auf die aktuelle Wolfspopulation bzw. deren geringes Wachstum einen Einfluss gehabt haben könnte, dann schreibt sie doch gerne in die Kommentare. Wenn ihr sonst was zu sagen habt, das natürlich auch. Und dann habe ich es endlich mal geschafft, ein halbwegs kurzes Adventskalender-Video zu machen. Ist, glaube ich, auch mal zwischendrin ganz gut. Dann könnt ihr euch erholen für morgen, weil morgen wird es wahrscheinlich wieder was Längeres. Ich bedanke mich, winke, macht's gut und bis zum nächsten Mal. So, und jetzt muss ich hier nur wieder zurückfinden, ohne mich zu verlaufen, weil ich glaube, ich habe die Taschenlampe vergessen. Aber ich habe ja eine Fackel, muss halt reichen. Tschüss.